Der nächste Vortrag kommt von Oliver Goldschmidt von der TU Hamburg. Olli, du müsstest jetzt deine Folien teilen können, deine Kamera, dein Mikrofon aktivieren können. Jo, ich bin dabei. Super. So. Folien sollten schon mal sichtbar sein. Ja. Frage ich mich nur, wie ich meine Kamera auch noch aktivieren kann. So. Da. Ich auch Hallo noch Olli, guten Morgen. Hallo. Und dann schalte ich jetzt mal auf Vollbildmodus. Großartiges T-Shirt. Ja, danke. Natürlich absichtlich, anlässlich dieses Vortrages habe ich mich, naja, standesgemäß angezogen. Zunächst einmal vielen Dank für die Einleitung und für die Möglichkeit, dann hier auch ein paar Worte sagen zu dürfen. Ich bin Oliver Goldschmidt, ich arbeite an der TU Hamburg und wir sind dSpace-Anwender. Ich selber entwickle ein wenig dSpace, würde mich aber nicht als wirklichen dSpace-Entwickler bezeichnen, sondern eben im Wesentlichen als Anwender und sehe mich von daher eher in der Position. Vielen Dank auf jeden Fall für das Interesse an dem Vortrag und dass Sie sich zugeschaltet haben. Ich lege dann mal los über dSpace und den langen Weg zum siebten Streich. Damit ist natürlich die siebte Version gemeint, zu sprechen. Bevor ich das tue, ein kleiner Disclaimer, damit Sie wissen, wie die Folien vielleicht einzuordnen sind. An der TU Hamburg setzen wir dSpace Chris ein, dSpace Chris in der Version 5.10. dSpace Chris ist kein reines dSpace, sondern eine Ergänzung von reinem dSpace und hat schon vor etlichen Jahren angefangen, Entities zu ergänzen in dSpace. Das ist ein Feature, was wir intensiv nutzen und was uns eben dazu bewogen hat, von normalem dSpace auf dSpace Chris umzusatteln und das jetzt eben einzusetzen. In diesem Zusammenhang kooperieren wir auch mit der Entwicklerfirma von dSpace Chris for Science und fokussieren uns natürlich auch im Kontext auf dSpace 7 dann auf dSpace Chris 7, denn da muss man auch nochmal eine kleine Differenzierung vornehmen. In meinem Vortrag möchte ich darstellen, was für Ziele eigentlich hinter dSpace 7 ursprünglich standen und werde mir, wie Beate schon angekündigt hat, so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von dSpace 7 angucken. dSpace 7 ist schon seit geraumer Zeit in Entwicklung und von daher blicken wir da auf eine etwas längere Zeitleiste zurück, die ich dann nochmal zeigen werde. Ich werde ein bisschen näher auf Herausforderungen bei der Entwicklung nochmal eingehen. Beate hatte da ja auch schon ein paar Dinge genannt. Das ergänze ich noch ein wenig. Dann blicke ich kurz auf den Stand von dSpace 7, was natürlich wahrscheinlich der wesentliche Grund für das Interesse an diesem Vortrag ist. Also ja, kurz werde ich da auf jeden Fall drauf eingehen und im Anschluss einen kleinen Ausblick noch geben, wobei ich den Ausblick auch auf die folgenden Vorträge durchaus noch verlagern werde, wo es da noch ein bisschen mehr drum gehen wird. Die wesentlichen Ziele von dSpace wurden, wie gesagt, im Jahr 2015 schon gefasst. Damals hat man festgestellt, beziehungsweise ist sich des Problems bewusst geworden, dass zwei Oberflächen für dSpace sehr ungünstig sind. Bis dSpace 6 gibt es eben zwei Oberflächen, zwei mögliche Oberflächen, die man nutzen kann. Die Oberflächen unterscheiden sich sowohl in der Technik, auf der sie basieren, als auch im Funktionsumfang, was sie unterstützen. Und von daher ist eine Entscheidung für eine der beiden Oberflächen nicht immer so trivial gewesen. Das ist eben ein Problem oder hat sich zu einem Problem entwickelt im Laufe der dSpace-Geschichte, dessen man sich dann, wie gesagt, spätestens 2015 sehr bewusst war und über Gegenmaßnahmen nachgedacht hat, wie man das beseitigen könnte. Die naheliegendste Gegenmaßnahme ist natürlich, eine einzige Oberfläche bereitzustellen und das wurde eben als zentrales Ziel von dSpace 7 und damals formuliert. Es gab bis dSpace 6
noch einen relativ umständlichen Submission-Prozess, sage ich mal. Der war zwar auch schon immer konfigurierbar und man konnte sich das so einstellen, wie man wollte, aber im Grunde konnte er relativ komplex ausarten. Und diesen Submission-Prozess zu vereinfachen, war eben auch eines der wesentlichen Ziele, die mit DSpace 7 verfolgt werden sollten. Insgesamt kann man aber sagen, dass DSpace 7 ein im Wesentlichen darauf fokussiertes Release sein sollte, was die Architektur von DSpace ein bisschen ändert und verbessert, aber nicht unbedingt neue Features einführen sollte. Wie angekündigt, ein kleiner Blick auf die Zeitleiste, die für die Entwicklung von DSpace 7 interessant ist. Ich habe schon erwähnt, 2015 fiel eben die Entscheidung, dass eine einzelne UI, eine einzelne Oberfläche sinnvoll für die DSpace-Weiterentwicklung wäre. Man hat damals einen Wettbewerb gestartet und sich verschiedene Möglichkeiten für dieses neue User-Interface angeschaut. Und im Jahr 2016, ich meine Mitte 2016, konnte basierend auf den Wettbewerbsergebnissen und den Vorlagen, die da erfolgt sind, eine Entscheidung getroffen werden. Diese Entscheidung wurde zugunsten von AngularJS getroffen. AngularJS ist ein Framework, das JavaScript-basiert ist und was es eben ermöglicht, Oberflächen zu gestalten für Webanwendungen. Im Kontext mit dieser Entscheidung wurde es technisch unabdingbar, auch eine weitere Änderung im Kern von DSpace vorzunehmen, nämlich die bereits vorhandene REST-API beträchtlich zu erweitern. Wenn man ein Angular-Interface anbieten möchte, dann muss man eben einen Datenlieferanten im Hintergrund haben, der auch sämtliche Funktionen unterstützt, die im Hintergrund möglich sind. Und das bedeutet, dass man eben ein Interface braucht, was sämtliche Funktionen dann für die Oberfläche bereitstellt. Das wird über diese REST-API gemacht, die es bereits seit DSpace 4 gibt, aber die eben damals in DSpace 4 und auch in 5 und 6 ist das nicht anders, noch nicht vollständig war und eben noch nicht alle Funktionen angeboten hat, die notwendig waren. Deswegen zwangsläufige Entscheidung, die REST-API musste erweitert werden und komplett umgestaltet werden, um das zu ermöglichen. 2017 war es relativ ruhig um DSpace. Ich habe zumindest da nichts gefunden, was man in die Zeitleiste hätte aufnehmen können. Aber 2018 kam dann mehr Bewegung in die Sache. Mehr Bewegung vor allem in Hinsicht einer Entscheidung, die getroffen wurde und durch die anvisiert wurde, eben doch ein neues Feature in DSpace 7 aufzunehmen, nämlich die sogenannten Configurable Entities. Was es damit genau auf sich hat, werde ich gleich nochmal näher beschreiben. Es ging erstmal so weiter mit der Entwicklung. 2019 begann, eigentlich sollte das Release schon Anfang 2019 fertig sein, zumindest in einer Preview-Variante. Das war noch nicht so ganz erreicht. Aber Mitte 2019 zu Open Repositories konnte ein Preview, ein erstes wirklich sichtbar machendes Preview angeboten werden, was zeigen konnte, was DSpace 7 eigentlich kann. Das ist nun auch schon wieder 2 Jahre her, wie man sieht. Seitdem gibt es halt zumindest die Möglichkeit, auch einen realistischen Einblick in das DSpace 7 Release zu bekommen. Es wurde auf der Open Repositories 2019 vorgestellt. Und damals war dann die Aussage, okay, bis Ende des Jahres könnte es funktionieren, dass man dieses Preview auch abschließt und Release fertig macht. Das hat leider auch nicht so ganz geklappt, aber Anfang 2020 wurde die Entwicklungsart nochmal so ein bisschen umgestellt und auf die bereits von Beate angedeuteten Beta-Releases umgestellt. Das heißt, seit Anfang 2020 werden halt regelmäßig Beta-Releases mit einem festgelegten Funktionsumfang bereitgestellt und getestet, sodass man sich auch darüber nochmal einen Eindruck des Fortschrittes der DSpace 7-Entwicklung verschaffen kann. Das geht seitdem so weiter. Leider kam eben 2020 auch diese unsägliche Pandemie über uns und hat Dinge eben in allen Bereichen eigentlich weiter verzögert, sodass
der eigentliche Plan, Mitte des Jahres zu Open Repositories 2020 ein fertiges Release bereitzustellen, auch nicht gehalten werden konnte. Dieser Plan wurde geändert in Open Repositories 2021 und vor der befinden wir uns jetzt ja gerade. Die wird im Juni diesen Jahres stattfinden und wird vorgelagert werden von dem auch bereits von Beate erwähnten Testathon, der nächste Woche starten soll. In diesem Testathon soll nochmal das bisherige fertiggestellte Release eben auf Herz und Nieren untersucht werden und dann hoffentlich zu einem Release gemacht werden können. Ich wollte noch ein paar Worte mehr über die Configurable Entities sagen. Wie gesagt, die Entscheidung ist 2018 getroffen worden, vor 3 Jahren mittlerweile, dass die Funktionalität der Configurable Entities eben in DSpace 7 integriert werden soll. Das hat die DSpace Steering Group, von der wir ja eben auch schon gehört haben, damals empfohlen und die Leadership Group ist dieser Empfehlung gefolgt. Vor dem Hintergrund der Argumentation, dass eben diese Objekttypen-Entities notwendig sind, um eine zukunftsfähige Software auch ja, entwickeln zu können und Funktionen umzusetzen, die eben ja, Entities im Hintergrund benötigen. Diese Aufnahme war allerdings eben eine Abweichung von dem ursprünglichen Plan, dass DSpace 7 Architekturänderungsrelease sein sollte und eben kein Release, wo dann neue Features großartig eingeführt werden. Und die Einführung eines neuen Features ist immer ein bisschen aufwendiger. Da muss man mit Verzögerungen rechnen. Das heißt, durch diese Aufnahme hat man das ein bisschen durcheinander gebracht. Wie das umgesetzt wurde, wurde in einer eigens dafür erstellten Working Group abgestimmt, die Entities Working Group. Es gab damals 2 Vorlagen, eine von der Firma Appmeyer, die andere von der Firma 4Science. In einer Abstimmung in dieser Entities Working Group wurde der Vorschlag von Appmeyer angenommen. Das heißt, die Configurable Entities sind auf diesem Modell dann implementiert worden. Es startete im September 2018 und Appmeyer ging eigentlich davon aus, dass innerhalb von 6 Monaten die Entwicklung auch ja, zumindest rudimentär abgeschlossen sein sollte. Es gab Herausforderungen, wie gesagt, im Laufe der DSpace 7 Entwicklung, die teilweise von Tim Donahue im Jahr 2019 auf der Open Repositories genannt wurden. Er hat damals vor allem erwähnt, dass DSpace 7 das größte Release aller Zeiten der DSpace Geschichte ist. Damit hat er recht. Es sind die umfangreichsten Codeänderungen aller Zeiten im DSpace 7 eingeflossen, was eben darauf hindeutet, dass allein der Umfang dieses Releases eine große Herausforderung darstellt. Beate hat auch schon erwähnt, zu diesem Zeitpunkt gab es kein Funding für das DSpace-Projekt, zumindest kein koordiniertes. Es war ein ja, durchweg freiwilliges Entwickler- und Entwicklerinnen-Team und von daher war das Ganze ja so ein bisschen nach Gutdünken sozusagen gesteuert. Also worauf die Entwickler und Entwicklerinnen Lust hatten, das konnte möglichst schnell dann implementiert werden. Aber andere Dinge, wo sie halt vielleicht nicht so motiviert waren, konnten sich dann eben eventuell hinziehen. Und das ist eben auch eine Herausforderung im Entwicklungsprozess. Zusätzlich wurde der Entwicklungsprozess auf eine testgetriebene Entwicklung umgestellt, was natürlich für die Entwickler und Entwicklerinnen auch gewisse Umstellungen mit sich bringt, da muss man sich in die Test-Frameworks einarbeiten und so weiter. Und auch das ist eben eine Herausforderung, die gemeistert werden musste. Ich habe weitere Verzögerungsfaktoren versucht zusammenzustellen. Das, was Tim Donio gesagt hat, ist alles richtig. Aber es ist eben aus meiner Sicht nicht alles. Es kommen dazu diese Entscheidung für die Entities, die eben durchaus durch die Einführung eines neuen Features mehr Arbeitsaufwand bedeutet hat und die gesamte Entwicklung aus meiner Sicht doch verzögert hat. Corona ist zu nennen als Verzögerungsfaktor. Ich habe es auch schon gesagt, das hat ja so ziemlich alles lahmgelegt für lange Zeit und insofern ist auch das ein Faktor, der zu nennen ist. Es hat auch dazu geführt, dass eben die Open Repositories im letzten Jahr ausgefallen ist, beziehungsweise nicht so stattgefunden hat, wie sie hätte stattfinden sollen.
Anfangs in der DSpace-Entwicklung gab es wenig Expertise in AngularJS. Man hatte sich für dieses Framework entschieden, aber wie gesagt, das Know-how musste auch erstmal aufgebaut werden, wie man damit umgehen kann, was sicherlich auch gewisse Verzögerungen gerade in der Anfangszeit mit sich brachte. Dazu kommt, dass AngularJS, ich glaube auch seit 2015, also seit man sich dafür entschieden hat, eine ziemlich progressive Major Release Policy fährt. AngularJS wird alle 6 Monate in Form eines neuen Major Releases veröffentlicht und zur Verfügung gestellt. Und diese Major Releases haben lediglich 18 Monate Support, also Gewährleistung. 18 Monate sind 1,5 Jahre, das ist nicht viel, wenn man sich vor Augen führt, wenn die DSpace-Entwicklung allein schon 4-mal so lange sich hinzieht, sind da schon etliche Major Releases durch die Leitung gegangen. Und das birgt halt immer so ein bisschen eine Gefahr, dass bestimmte Sachen eben nicht mehr so funktionieren und überarbeitet werden müssen, weil eben das Framework sich geändert hat. Gleichzeitig als leichten Verzögerungsfaktor sollte man vielleicht noch nennen, dass es Änderungen in der Duberspace-Organisationsstruktur gab. Es wurde schon erwähnt, es gab ein Merge mit der Lübersys in Amerika und von daher gab es da eben Änderungen in der Organisationsstruktur, wo ich mir vorstellen kann, dass auch daraus gewisse Verzögerungen an DSpace 7 entstanden sind. Man kann nun die Frage stellen, DSpace 7, ist the mission complete? Und diese Frage würde ich mit einem eigentlich uneingeschränkten Ja beantworten. Eigentlich uneingeschränkt ist allerdings schon wieder gleichzeitig ein bisschen zurückgerudert, wie man hört. Warum? Das stelle ich auf dieser Folie dar. Also Mission Complete grundsätzlich ist das erreicht worden, was man erreichen wollte. Es ist eine neue Angular-Oberfläche, eine dynamische und moderne Oberfläche erstellt worden. Das Einschränkende, was man dazu allerdings sagen muss, ist, dass diese Oberfläche nicht alles unterstützt, was momentan in DSpace 6 möglich ist. Also es ist nicht feature-complete, zumindest nicht in Version 7.0. Die fehlenden Features sollen in 7.1 und 7.2 ergänzt werden. Um welche Features es da im Einzelnen geht, kann im Duraspace Wiki nachgelesen werden. Es gibt auch ein großer Erfolg, die neue und erweiterte REST-API im Hintergrund, was eben die Grundlage dafür ist, dass man überhaupt diesen Architekturwechsel machen kann. Es gibt eine vereinfachte und überarbeitete Submission-Maske. Das ist jetzt ein einseitiges Formular, was die Sache erheblich erleichtern sollte. Und es gibt eben die Grundlage der Configurable Entities, durch die bestimmte Dateneinreicherungen möglich werden und zukünftige Ergänzungen, wie zum Beispiel die ORCID-Integration, auch erst ermöglicht werden. Insgesamt ist also DSpace 7 durchaus ein wichtiger Meilenstein in der weiteren DSpace-Entwicklung. Ohne das würde es nicht weitergehen. Und insofern ist es extrem wichtig, dass wir da jetzt zu einem Abschluss kommen und ein funktionsfähiges DSpace 7.0 in nicht allzu ferner Zukunft auch nutzen können. Wann ist diese nicht allzu ferne Zukunft? Ja, es wurde schon erwähnt, es geht jetzt los mit der DSpace 7 Beta 5. Mein Stand war noch, dass das nächste Woche veröffentlicht werden soll. Anscheinend wurde das jetzt ein bisschen vorgezogen, sodass es dann heute oder morgen schon bereitgestellt wird und man darauf dann eben Tests fahren kann. Diese Tests sollen im DSpace 7 Testathon gefahren werden, der ab der nächsten Woche starten soll. Genaueres dazu sagt gleich im Anschluss Bram Leighton von Admire, die den Testathon auch mit organisieren. Und basierend auf den Ergebnissen dieses Testathons wird dann das Release DSpace 7.0 fertiggestellt werden. Ein genaues Datum dafür kann man noch nicht angeben. Es wird halt irgendwann nach dem Testathon sein. Und wann genau wird davon abhängen, wie viel Aktionsbedarf jetzt tatsächlich durch den Testathon noch sich herauskristallisiert. Ich hatte anfangs gesagt, unser Fokus liegt eigentlich auf DSpace CRIS 7. Und dazu kann ich ankündigen, dass zumindest laut Aussage von ForScience ein Release von DSpace CRIS 7.0 definitiv zum Juni erfolgen soll, also definitiv zu Open Repositories diesen Jahres vorliegen soll. Unabhängig davon, ob tatsächlich DSpace 7.0 dann fristgerecht auch erscheinen soll.
Dazu wird ForScience selber sicherlich mehr sagen können und wollen. Das kann morgen zum Beispiel auf dem Workshop von ForScience passieren. Ich bin damit durch mit dem Vortrag. Ich bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit und stehe gerne jetzt sofort für Fragen zur Verfügung oder alternativ eben auch später dann an die genannte Mailadresse. Vielen Dank. Olli, sehr pünktlich. Vielen Dank für den Vortrag. Vielen Dank für die Erinnerung daran, wie die Spezim entstanden ist, was die ursprünglichen Ziele waren und wo wir heute stehen. Ich habe es vorhin bereits erwähnt, ich bin sehr gespannt darauf, wie die Space 7 ankommen wird. Ich bin sehr gespannt auf die Space 7 an sich. Ich finde, das ist eine enorm wichtige Entwicklung, die nicht zu unterschätzen ist. Diese Codemasse, die da geändert worden ist, die hast du ja auch angesprochen, die wird sich niederschlagen. Es gibt noch keine Fragen, aber vielleicht erlaubt mir eine Frage. Wie sehen denn eure konkreten Pläne mit die Space 7 CRIS aus? Habt ihr schon Vorstellungen davon, wann es bei euch losgehen wird mit der Migration? Sobald wie möglich. Also wir harren jetzt der Dinge, dass ein funktionsfähiges eSpace CRIS 7 Release angeboten wird. Wir sind auf jeden Fall dabei, auch jetzt schon zu testen mit einem leider noch nicht ganz funktionsfähigen Release, beziehungsweise eben noch nicht Release. Und insofern ja, schauen wir, wann wir was Einsetzbares tatsächlich vorliegen haben. Ich hege die Hoffnung, dass das im Laufe dieses Jahres auf jeden Fall noch der Fall sein wird. Garantieren kann man das sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber dann wäre tatsächlich der Plan, sobald wir was vorliegen haben, legen wir verstärkt mit dem Testen los und würden dann, sobald es geht, umsteigen wollen. Also spätestens nächstes Jahr. Early Adapter. Ja. Vielen Dank. Es gibt keine weiteren Fragen bislang. Ich würde sagen, wir warten noch mal einen kurzen Moment, ob noch Fragen kommen. Dein Vortrag war umfassend, scheint alles beantwortet zu haben. Vielen Dank dafür. Wir gehen in eine kurze Pause und dann geht es weiter mit DSpace 7.